Hi Leute und willkommen zurück zur NASA Code Free Collection, die Suche nach der verborgenen Erinnerung. Wir haben beim letzten Mal ein Bild von uns gefunden, wo ja, Ashley ein bisschen am Zähneputzen ist. Sah ein bisschen merkwürdig aus, voll verpeilt noch, aber ja, wir haben das Teil gefunden, was wir hier einsetzen wollen. Und mal gucken. So, hier möchte ich jetzt den Chip reinmachen. Ja, ein kleines Objekt, auf dem ein Schlüssel abgebildet ist. Der Chip lag in Sophias Mülleimer. Sieht aus, als könnte man ihn etwas einstecken. Dann machen wir das. Sollen die Tür öffnen können. Probieren wir es doch mal. The Das lit up. So the DAS. Alright, it's responding. I think this will do it. Let's use the DAS to lift the security. Okay, links. X gedrückt halten. X und A wieder. L und R. Und nach links. Hallo. Ah, okay. Nochmal. Also, rechts, links kippen. Groß nicht bewegen. Oben, Y. Linker Stick. Ist der doof? Links und oben, L. X und A. Unten. Was hört er auf? Hä? Ist der doof? Ich verstehe es nicht. Jetzt dreht den Controller weg, aber naja. Aha, das nimmt er. So, linken Stick zweimal. Oh, wieso? Ich verstehe es nicht. Ach komm. Ah, der verarscht mich doch schon wieder. Links. Wie soll er jetzt auf? Weiter nach links? Nö. Keine Ahnung. Ach, ist das dämlich. Also das Spiel funktioniert jetzt mal so gar nicht mehr. Nur Buttons wären okay, weil die funktionieren, aber das mit den Kurssensoren. Ich ändere nichts und er hört einfach auf. Was ist das? Ja, genau. Mhm. Och Mann, was ist denn das? Links. Aha. Linken Stick. Oh, war wahrscheinlich wieder der rechte, den ich nehmen soll. Keine Ahnung, was der will. Ich weiß nicht, was er will. So, links. Oben. Y. Jetzt benutze ich den rechten Stick. Ah, jetzt fast wirklich der Link, oder was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Was will der von mir? Hier, warum hört er auf? Geh weiter. Du bist links. Ich verstehe es nicht. Och Mann, was ist denn das? Hallo, weiter. Wieso hört er schon wieder auf? So, ich mach gerade, dann setzt er sich zurück. Wenn ich nach links mache, geht er nur bis zur Hälfte. Keine Ahnung. Ich check's nicht. Ah, nach vorne geht, aber. So, rechten Stick. Rechter Stick zählt nicht. Ah, ist das dumm. Damit ist das falsch eingestellt oder was? So, linker Stick. Verstehe ich nicht. A und links, X, X und A, L und R, so, nach links, und er hört wieder auf. Hallo, Spiel, komm klar. Hallo, ich check's nicht. Was ist mit ihm? Warum hört er in der Mitte auf? Ich bewege nichts und er hört einfach auf. Ah, das ging schneller und dann funktioniert das. Komisch. Aha, X und A. Jetzt hast du mal angenommen, danke. So, das ging schneller, okay. Läuft auch durch. Linken Stick. Aha, jetzt geht's auch mal. Rechter Stick. Oh,
Er reagiert mal. Ne, jetzt hält er wieder bei Mitte an. Hör auf, in der Mitte anzuhalten. Das muss schneller durchlaufen, sonst geht das nicht. Ich check's nicht. Ich verstehe es nicht. Was ist denn das? Und wieder bis zur Mitte und das war's. Hallo. Nach links. Ah, jetzt hört es sogar schon früher auf. Zeit um. Ah. Ist zu langsam. Mach doch einfach, Mann. Was soll denn das? Links zu langsam, sehe ich so schon. Mal. Wieso geht er nur bis links? Muss ich irgendwas. Muss doch A drücken dazu? Ach so. Ah, das habe ich überhaupt nicht verstanden gerade. Ey, ich drücke da unten. Egal. Okay. Jetzt check ich wenigstens 200 Mal durchlaufen und meine ich, wenn ich dazu noch einen Button drücken muss. Hätten sie das nicht untereinander schreiben können, wie bei den anderen, die doppelt sind? Ganz merkwürdiges System. Irgendwie merkwürdig. Okay. Aber wir sind irgendwie durchgekommen. Keine Ahnung. Mich irritiert das gerade. Got it. Sesam, öffne dich. I've only heard stories about your mother. But what I heard is that she was the real deal. A true genius. Can you tell me anything about her? I know she was a founding member of JC Valley. She was a legend. Hand-picked by Judd himself. But I never had the pleasure of meeting her. Oh. All right. Bring Ashley. Wir fahren es auf. Ich erstmal hier hin. Sehr schön, wir helfen. So, was haben wir hier? Blume? Ist egal. Okay, Laborkittel. Drei Laborkittel und drei Tische. Das heißt wohl, dass sich drei Leute dieses Büro teilen. Oh, eine CD. Hm? Eine CD mit den Ergebnissen der Wasseruntersuchung. Dann wollen wir mal sehen. Wasser des Sees. Tee. Cool. Pop. Hä? Hat er etwa auch Erfrischungsgetränke untersucht? Okay. Angelmagazin. Ah. Oh, der Lake Juliet hat eine eigene Sonderausgabe. Ich wusste ja nicht, dass der See so bekannt ist, dass er in einem Angelmagazin erwähnt wird. Das ist schon cool. So, Laptop ist egal. Eine Angel. What? Warum ist da eine Angel? Mit Ködern und allem, was dazugehört. Hier muss einer von Papas Angelfreunden sitzen. Okay, was haben wir hier? Notizhefte. Spezifikationen zu optischen Messgeräten für Wasserqualität von Dr. Richard Robbins. Hm. Sind das Anweisungen für die Messung der Wasserqualität im, mit dem DAS? Schreibcomputer. Huh? Das ist was? Das ist der zentrale Teil eines Computers, oder? Sieht aus, als würde er gerade zerlegt. Man nennt es auch Mainboard. Wird der repariert oder gehört er zu einem Experiment? Okay. Warte erst die Vase. Ich habe gern Blumen um mich. Wenn ich sie nur sehe, wird meine Laune gleich besser. Das ist bestimmt nicht leicht für die Blume, in so einem Raum ohne Fenster zu sein. Okay. Ist da nichts? So, Dokumentenständer. Leicht durchzusehen, leichter Zugriff. Ja. Ein Highlight der Organisation. Wow. Ordner. Die Papiere sind schon ordentlich sortiert. Wer immer hier sitzt, muss wirklich ein gutes Auge für Details haben. Ich mag es, wenn Sachen gut organisiert sind, aber nicht, weil ich wäre so genau. Einmal auch nicht. Jetzt hier nur wieder die Tür. Ja. So, haben wir hier vielleicht noch ein... Ja, haben wir. Schon wieder fast übersehen.
Ups. So, da. Angelrivalen. Aha. Ja, der Kerl in Zimmer 201 soll ein Meisterangler sein. Er verfügt angeblich über eine fast schon übernatürliche Begabung. Einige meiner Forscherkollegen wollen das von ihm lernen und Rex nimmt sogar schon Unterricht. Er hat offenbar auch jemanden, den er als Erzrivalen bezeichnet. Der Name dieses Rivalen lautet Michael Crusoe, der ehemalige Präsident von Crusoe Resort. Genau der Firma, die vor 5 Jahren in diesem See ein Resort anlegen wollten. Von diesem legendären Angler Crusoe hatte ich noch nie gehört, aber man sagt, er halte zahlreiche Rekorde für den größten gefangenen Fisch in verschiedenen Turnieren im ganzen Land. Michael Crusoe stammt gebürtig vom Lake Juliet. Die Leute hier beschuldigen seine Firma, für die Verschmutzung verantwortlich zu sein, aber der Kerl in 201 glaubt nicht daran. Er hält das alles für erfunden, denn schließlich sei Crusoe der ultimative Angler und so jemand würde niemals irgendwas tun, das der Umwelt schaden könnte. Erwartet er jetzt darauf, dass Crusoe triumphierend zum Lake Juliet zurückkehrt, während er heute detailversessen seine Routen und Rollen poliert hat. Schaute er mich an und meinte, ich möchte Michael gerne einmal in einem Angelturnier gegenübertreten, eines Tages. Aha. Das können sie ja bald machen, der kommt ja bald aus dem Dingens wieder raus. Aus dem Krankenhaus. Zumindest ist er wieder aufgewacht. Ups, so. Hallo? Jetzt. Gerade. Was haben wir hier? Fahrstuhl. So, okay, reden wir erst mit ihr. Alright. Ihr Zimmer ist auf Ebene B1. Beeilen wir uns. Okay. Dann auf nach oben. Wait! Jetzt. Ja. Oh. Ashley, get in the elevator. Okay. You're not getting away. Gina! I'm fine. Close the door. Gina! Streifschuss. Are you okay? Yeah. Just a graze. I got lucky. Also nur die Tür hier oben mal blockieren, damit die nicht hinterherkommt. She's coming after us. She has a gun. What do we do? Ach, schon verbunden. I press the emergency stop button. That'll stop the elevator. For now. This is the only elevator up. Let's see how she likes being stuck down there. Good thinking. Let's go. Ian's lab is 103. Okay, let's go. Okay, ist hier wieder Endstation? Ja. So, was haben wir hier? 104. Lounge. Und ein Aufenthaltsraum. So, Zeitschriftenständer. Hm. Was haben wir hier? Ich sollte nicht, wohl nicht überrascht sein. War ja klar, dass jeder hier in der Pause wissenschaftliche Magazine liest. Schicke Lampe. Huh. Kaffeemaschine. Schon nett, dass es Kaffee gibt. Aber weder Milch noch Zucker. Anscheinend mögen Forscher ihren Kaffee schwarz. Das Labor sitzt zwar in einem See, aber dieser Raum ist ganz schön warm. Ich wette, die Angel... Was? Ach, die Angestellten treffen sich hier, um über Wissenschaft und so Kram zu reden. Okay, das scannen wir mal direkt. Eine neue Funktion ist das. Was? Eine neue Funktion? Wo? Das ist einfach nur eine Info. Basierend auf der Forschung, die Sayoko hinterlassen hat, konnte ich eine neue Funktion für das DAS entwickeln.
Ja, jetzt kann es Wasseruntersuchungen mittels Fotoanalyse durchführen. Sayoka hat offenbar erforscht, wie aus bestimmten Lichtwellenlängen Informationen gewonnen werden können. Bis heute weiß ich allerdings nicht, welche Art von Informationen sie gesucht hat oder aus welchem Speichermedium. Dennoch hat ihre Forschung neue Ideen inspiriert. Ich habe mich gefragt, ob ich die Fotoanalyse auf solches Licht anwenden könnte, das von einer Flüssigkeit reflektiert wird, um die individuellen Substanzen innerhalb der Flüssigkeit zu bestimmen. Mithilfe der Suchfunktion des DAS habe ich eine Technologie entwickelt, die in Wasser gelöste Substanzen identifizieren kann. Das ist ganz leicht. Man muss nur ein Foto mit der DAS-Kamera aufnehmen. Die Scan-Funktion des DAS sollte ursprünglich Informationen in spezifischen Medien lesen. Doch diese neue Funktion könnte es ermöglichen, die wahre Ursache der Verschmutzung des Sees vor 5 Jahren zu bestimmen. Ich frage mich nur, warum Sayoko überhaupt Informationen aus Lichtwellenlängen lesen wollte. Doch ich fürchte, dieses Geheimnis wird noch einige Zeit ungelöst bleiben. Okay. Was noch irgendwas? Poster. Wir forschen Tag und Nacht an Lösungen für Umweltprobleme. Die Verschmutzung des Sees ist definitiv eines dieser Umweltprobleme. Okay. Kühlschrank. Hey, was soll das ganze Kühlpop hier? War das Papa? Also wir haben hier jede einzelne Geschmacksrichtung. Nicht mal in Automaten findet man so viel Auswahl. Kann ich mir ein paar davon nehmen? Schade. So, sonst Mülleimer sind egal. Achso. Das sind eine Menge Süßigkeiten. Kann man sich die einfach so nehmen? Ich erinnere mich, dass Papa mal erzählt hat, dass er immer Lust auf Süßes bekommt, wenn er bei der Arbeit viel nachdenken muss. Hilft ja auch. Das Design dieses Sofas ist ganz schön cool. Und bequem sieht es auch noch aus. Hm. Der den Sessel an der Wand... Was? Der den Sessel an der Wand kriegt. Tut mir leid, von da sieht man den Fernseher nicht. So. Einzelsessel. So, sonst ist hier, glaube ich, aber... Nee, das war's schon. Huh. Ja, an der Wand befestigte Fernseher sind schon cool. So nehmen sie weniger Platz weg. Ob Papa sich während seiner Pausen hier was im Fernsehen anschaut? So. Drehen, drehen, drehen. 103. Ian? Ian! Wake up! Are you okay? Gina! I was on a call when my door opened. It was Sophia. She knocked me out. Some chemical. And then we found you. Wow. Gina, you and Dr. Robbins were right about the leak. I still can't believe it was Sophia. And to think she'd attack Ashley. Did Dr. Robbins come through here? No, I haven't seen him. That's funny. He told us he was coming to see you. Maybe he stopped by security to check things out. I hope he didn't run into Sophia. Sophia's armed. She shot at us. Are you okay? I'm fine, don't worry. I'm more worried about Dr. Robbins. I'm going to look for my dad. What? I'm worried about him. I'll head to the security office. I'll go with you. Gina, you rest up here, okay? Okay. Take care of Ashley, Ian. The security office is on this floor. Raus. Okay, wir sind noch drin. Perfekt. So, das ist mir egal. Da oben wieder eine Kamera, okay. Noch irgendwas?
So, Gina. Be careful. Sei vorsichtig, Ashley. Buch. Ja? Dieses Buch kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe es in Papas Labor gesehen. Vielleicht lesen alle das gleiche Fachbuch. Sind die etwa in einem Lernkreis? Okay. Moment. Bericht. Erweiterte Sicherheitsmaßnahmen bei Fernsteuerung des Sicherheitstors. Entwicklung einer Funktion, um Sicherheitskameras und Türschließmechanismen für einzelne Räume zu verbinden. Ich schätze, denen liegt viel daran, die Sicherheitstechnik zu verbessern. Wo sinnvoll bei all den Forschungsunterlagen hier. Ja, wahrscheinlich. Musikplayer. Hm? Dieser Musikplayer hat sehr viel Speicherplatz. Da passt eine Riesenmenge Songs drauf. Ah, ich bin richtig neidisch. Irgendwann sollte ich mal fragen, ob ich auch einen so großen haben kann. So. So einen hatte ich sogar auch mal, so einen ähnlichen. So, großer Mantel. Ja, die muss ihren gehören. Sieht irgendwie nach einem seinem Stil aus. Klappe. Aha. Da ist doch noch was, was wir scannen können. Ja, verlässliche Kollegen. Ups. Das wollte ich jetzt nicht machen. Zurück. So. Erstmal hier noch umgucken. Wir sind auf halb aufgegessene Donuts und der Behälter eines Lachs-Reisburgers. Der Mülleimer ist voll mit Verpackungen von Essen. Oh man. Da sind so viele Krümel auf der Tastatur. Beim Essen am Computer muss man schon aufpassen. Dieses Labor setzt ein äußerst fortschrittliches Sicherheitssystem ein, das sich auf biometrische Daten stützt. Dies bedeutet, dass das System von Personen, die bestimmte biometrische Informationen besitzen, gehackt werden kann. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Halt. Wow. Sieht aus wie Pinky Rabbit, aber ganz aus Perlen. Wow. Cool, das komplett von Hand gemacht. Ah, das war mal echt modern mittlerweile. Haben viele irgendwie gemacht. So, lesen wir nochmal. Oh, immer dreht sich die Kamera weg. Also, warte. Habe ich irgendwelche Informationen? Nein, keine Updates. So, verlässliche Kollegen. Dann haben wir sogar schon alles. Bis auf Nummer 3, ja. Ja, verlässliche Kollegen. Von all meinen Mitforschern ist Ian und Gina die, sind Ian und Gina die zuverlässigsten. Ian verfügt über den schärfsten Verstand im ganzen Labor. Allerdings hält er süße Snacks für gutes Hirnfutter. Ja, ich esse auch gerne mal Süßigkeiten. Und ich weiß auch, dass Zucker in Maßen für unsere geistige Tätigkeit notwendig ist. Aber ich mache mir ernsthaft Gedanken um seine Zähne. Gina ist ausgesprochen ernst und kann sich extrem konzentrieren, wenn es um ihre Forschung geht. Doch mit der gleichen Intensität beleuchtet sie auch das Privatleben aller Menschen um sie herum. Sie hat mich jetzt schon mehrfach ermahnt, dass ich mehr Kontakt mit Ashley halten soll. Okay, mischt sich also auch gerne ein. Ja, beide haben ihre Ecken und Kanten, aber sie sind herausragende Wissenschaftler. Wann immer ich in meinen Forschungen in eine Sackgasse gerate, bringen sie mich im Handumdrehen wieder auf Spur. Ja, auf der Blood Edward Insel war ich ganz allein gewesen. Die einzige Person, die ich damals überhaupt sah, war Bill. Und selbst ihn nur alle paar Monate. Zum ersten Mal seit Zyokos Tod vor 13 Jahren forsche ich wieder in einem Team. Es ist eine tiefe, bewegende Erfahrung. Der Tag, in dem ich bei MJ Labs mit Sayoko und Bill geforscht habe, war der Beginn meiner Laufbahn als Wissenschaftler. An diese Zeiten denke ich gerne zurück. Ja, glaube ich. So, haben wir fast alles wieder gefunden. Wieder eins verpasst, wie beim ersten Teil. Blöd. Na gut, dann machen wir aber erstmal Schluss für heute. Gehen wir nächstes Mal mit ihr weiter und ja, bis dahin dann. Ciao.